Liebe Zuschauer, ich freue mich, Sie zu einer brisanten neuen Sendereihe begrüßen zu dürfen. Diese Sendereihe gibt Einblicke in das Problem der Ausländerkriminalität. Was für eine Wortkombination. Wer sowas nur schon artikuliert, muss damit rechnen, als Fremdenhasser und Rassist zu gelten. Da Klagemauer TV aber im In- und Ausland mit Menschen aus über 160 Nationen und 30 Sprachen harmonisch zusammenarbeitet, dürfte die Frage von Rassismus und Fremdenhass schon mal geklärt sein. Gibt es so etwas wie Ausländerkriminalität überhaupt? Ist Verbrechen nicht einfach Verbrechen, ganz einerlei, wer es begeht? Moralisch gesehen ja. Statistisch gesehen leider nein. Denn statistisch gleich realistisch. Mal ganz abgesehen davon, dass man keiner Statistik trauen sollte, die man nicht selber gefälscht hat. Wenn hier also betont wird, dass weit mehr Verbrechen durch Ausländer als durch Einheimische geschehen, geschieht dies nicht in verurteilend rassistischen, sondern vielmehr in ganz pragmatischem Sinne. Irgendetwas läuft hier falsch, denn Kriminalität ist ja auch ein Ausdruck von Mangel. Mangel aber an was? An Versorgung? An Kontrolle? An Kenntnis? Lehnen Sie sich doch einfach mal entspannt zurück und sehen Sie sich die nun folgenden Beiträge an. Am Ende dieser Sendung werden Sie dann in unserem Schlusswort an einen nicht zu unterschätzenden Faktor erinnert. Ausländerkriminalität auch hierzulande ist schon längst kein Tabuthema mehr, sondern vielmehr eine traurige Alltagsrealität, wie der nachfolgende Beitrag unbestechlich belegt. Wachsende Ausländerkriminalität in Deutschland. Während der deutsche Staat laufend die Waffengesetze verschärft, sodass die wehrlos gemachten Bürger ihr Grundrecht auf Notwehr nicht mehr wahrnehmen und sich nicht mal einmal selbst verteidigen können, wird alle 3 Minuten in eine Wohnung eingebrochen. Traumatisierte, verängstigte Bürger fühlen sich in den eigenen 4 Wänden nicht mehr sicher. Einzelhändler leiden unter jährlichen Milliardenverlusten durch Ladendiebe. Im polnisch-tschechischen Grenzgebiet übernachten mehrfach ausgeraubte und vom Ruin bedrohte Gewerbetreibende, notgedrungen inzwischen in ihren eigenen Betrieben und Geschäftsräumen. Seit dem Wegfall der Grenzkontrollen zu den osteuropäischen Nachbarstaaten und dem EU-Beitritt südeuropäischer Länder sind die Fallzahlen sprunghaft angestiegen. Täter sind oftmals international operierende Banden, die entlang der Verkehrsachsen ihre gut organisierten Raubzüge durchführen. Doch dieser Tragik leider nicht genug. Folgende statistische Fakten dazu sind für sich selbst sprechend. Statistische Vergleiche. Im Jahr 2013 stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche auf 149.500. In 15 Jahren der höchste Stand. Die Aufklärungsquote ist laut polizeilicher Kriminalstatistik auf 15,5% gefallen. Durchschnitt der Aufklärung bei allen Straftaten gesamt rund 56%. 135.617 Taschendiebstähle wurden 2013 angezeigt. 2012 117.277. Die Dunkelziffer beträgt ein Vielfaches. Die Aufklärungsquote liegt bei mageren 5,7%. Schwerer Ladendiebstahl ist derzeit das größte Problem für den Einzelhandel. 2013 wurden 17.400 Fälle registriert, 9,5% mehr als 2012 und mehr als doppelt so viele wie vor 15 Jahren. Hochmobile, gewerbsmäßig organisierte Banden stehlen auf Bestellung ganze Partien hochwertiger Textilien und Geräte. Ausländeranteil laut Polizeistatistik ca. 60%. Und das sagen die verantwortlichen Politiker dazu. Die Verunsicherung der Menschen in den Grenzregionen ist unbegründet. Der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble 2008, 3 Monate nach Wegfall der Grenzkontrollen. Freizügigkeit bringt Wohlstand für alle. Übrigens, das kürzliche Nein zur Freizügigkeit in der Schweiz führte zu einem starken Rückgang der Ausländerkriminalität. Wenn das nicht eine interessante Entwicklung ist. Es lohnt sich sicherlich, die Schweiz in dieser Hinsicht in Zukunft weiter zu beobachten. Doch nicht nur vor Raubüberfällen und Einbrüchen, meine Damen und Herren, fürchten sich zunehmend mehr Menschen. Besorgniserregend ist auch die Zunahme von sogenannter linker Gewalt und die ungenügende Berichterstattung darüber in den Medien.
Denn dass die Gewalt ansonsten de facto fast immer von links ausgeht, wird in den Medien gerne verschleiert oder gar ganz verschwiegen. Dann ist abmildernd von einzelnen Ausschreitungen und weitgehend friedlichen Kundgebungen zu lesen. Und militante, gewalttätige Linksextremisten werden als Autonome oder Antifaschisten verharmlost. Unter den Polizeibeamten, die von der Politik meist zur abwartenden Deeskalation verdonnert und im Stich gelassen werden, gibt es regelmäßig Dutzende, manchmal sogar Hunderte von Verletzten. Einige Zahlen gefällig? Bleiben Sie dran. Das sind die Fakten. Von 2012 auf 2013 stieg die Zahl linker Gewalttaten um 28,5% auf 1.659 Fälle. Die politisch motivierte Kriminalität von links stieg um 40,1%. In den letzten 5 Jahren gab es über 30 linke Angriffe auf Bundeswehreinrichtungen mit Sachschäden in Millionenhöhe. 2009 zerstörten Linksextremisten 42 Fahrzeuge der Offiziersschule des Heeres in Dresden. 2013 wurden in einer Kaserne in Havelberg, Sachsen-Anhalt, 16 Fahrzeuge von Linksextremisten zerstört. 2012 gab es 390 angezündete Autos in den Berliner Stadtbezirken. 2011 waren es 536 brennende Autos in Nordrhein-Westfalen. Die Zahlen gehen nach oben. Die meist linksextremen Täter wurden nur selten erwischt oder bestraft. Und das ist die Reaktion der zuständigen Politikerin. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig hat im Frühjahr 2014 alle Programme gegen den Linksextremismus in der BRD gestrichen. Das Problem sei in den vergangenen Jahren aufgebauscht worden, begründete Schwesig ihr Vorgehen. Genauso passiv, wie sich die Politik gegenüber dem Linksextremismus verhält, fühlt sich auch die Polizei von ihr nicht ernst genommen. So hatte auch Tania Kamburi die Nase voll und redete in einem Leserbrief an eine Polizeigewerkschafterzeitschrift Klartext. Meine Kollegen und ich werden täglich mit straffälligen Migranten konfrontiert, welche nicht den geringsten Respekt vor der Polizei haben, schrieb die von griechischen Eltern abstammende Polizistin. Auf Einsätzen und im Streifendienst würden sie und ihre Kollegen bespuckt, beschimpft und regelmäßig tätlich angegriffen. Selbst Routineeinsätze seien oft unmöglich, weil die Beamten unvermittelt mit einem rasch zusammengetrommelten Ausländermob konfrontiert seien. Polizeibeamte kritisieren, dass Politik, Justiz und oft selbst die eigenen Vorgesetzten nicht hinter ihnen stehen. Von Schaufensterreden, in denen die Ausländergewalt gegen Polizeibeamte verurteilt wird, können sie sich nichts kaufen. Strafanzeige stellen die wenigsten, zu Verurteilungen kommt es praktisch nie. Und die Beamten fürchten Racheakte gegen sich und ihre Familien. Und das sind die Fakten dazu. 2011 wurden 53.000 Angriffe auf Polizisten registriert. 2012 bereits 60.000. Tendenz steigend. 165 Mal pro Tag wird im Schnitt in Deutschland ein Polizist angegriffen. 2013 stieg in Nordrhein-Westfalen die Zahl der gewaltsamen Übergriffe um 500 Fälle auf 7.092. Die Zahl der beleidigten, bespuckten, getretenen oder geschlagenen Polizisten hat erneut zugenommen. Von 10.831 auf fast 12.000. Mehr als 1.800 Polizisten wurden dabei verletzt. Eine Befragung von 21.000 Polizeibeamten ergab 2010, 42,9% der Angreifer, die einen Beamten so verletzten, dass er mindestens für einen Tag dienstunfähig ist, sind sogenannte Migranten. Und was tut die Politik? 2011. Berlin führt die Kennzeichnungspflicht für Polizisten in Uniform ein. 2013. Brandenburg zieht nach. Mai 2014. Auch Hessen, schwarz-grüne Regierung und Baden-Württemberg, grün-rote Regierung wollen, dass Polizisten bei Demo-Einsätzen individuelle Kennzeichen tragen müssen, um besser identifiziert werden zu können. Doch wie, verehrte Damen und Herren, möchte die Politik mit dieser individuellen Kennzeichnung jedes einzelnen Polizisten Übergriffe auf die Beamten verhindern? Und seien wir doch mal ehrlich, Übergriffe gibt es nicht nur auf Polizisten. Gewalt von Ausländern gegen Deutsche aus Deutschhass. Ein weiteres Tabuthema. Sie hat allem Anschein nach viele Gesichter. Von der Beleidigung mit Wörtern wie Schweinefleischfresser und Volksverhetzung, zum Beispiel mit dem Ausdruck Nazi,
über Raub, sexuelle Belästigung und Vergewaltigung bis hin zu schwerer Körperverletzung, Mord und Totschlag. Nur die wenigsten Fälle von Ausländergewalt gegen Deutsche werden überregional bekannt. So geschah es zum Beispiel mit dem Mord an Daniel S. in Kirchweihe oder auch mit den tödlichen Prügeln junger Türken gegen Johnny K. am Berliner Alexanderplatz. Die meiste Zeit bleibt es jedoch bei Kurzmeldungen im Lokalteil, wenn überhaupt über vergleichbare Fälle berichtet wird. Die ethnische Herkunft der ausländischen Täter wird dabei oft gezielt verschwiegen. Meist ist nur verallgemeinernd von Jugendlichen die Rede. Sie wissen nicht, was sie davon halten sollen? Lassen Sie folgende Fakten für sich selbst sprechen. Das sind die Fakten. 1998 und 2008 ergaben zwei Studien des renommierten Kriminologen Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen, KFN. Deutsche, also Einheimische, sind überproportional Opfer, Ausländer sind überproportional Täter von Jugendgewalt. Statistiken über Gewalt von Ausländern gegen Deutsche werden offiziell nicht geführt. Die stichprobenhafte Auswertung einschlägiger Meldungen durch private Initiativen ergibt, seit 1990 gab es Hunderte, möglicherweise Tausende, Todesopfer durch Gewalt von Ausländern gegen Deutsche. Im selben Zeitraum wird die Zahl der Opfer rechtsextremer Gewalt offiziell mit 63, inoffiziell mit 183 angegeben. Der Anteil der Täter mit ausländischer Staatsangehörigkeit war 2013 mit 25,7%, fast dreimal so hoch wie ihr Anteil an der Wohnbevölkerung, 9,3%. Dabei gingen 32,7% der Raubdelikte, 27,9% der Vergewaltigungen, 25,7% der Körperverletzungen und 23,8% der Tötungsdelikte auf das Konto Nichtdeutscher, also ausländischer Tatverdächtiger. Einzelne, vor allem nicht-europäische Herkunftsgruppen sind überproportional vertreten, während eingebürgerte Einwanderer, also Ausländer, als Deutsche gezählt werden. Und was sagt die verantwortliche Politikerin dazu? Maria Böhmer, Migrationsbeauftragte der CDU: Diese Menschen mit ihrer vielfältigen Kultur, ihrer Herzlichkeit und ihrer Lebensfreude sind uns willkommen. Sie sind eine Bereicherung für uns alle. Sind diese Widersprüche zwischen Fakten und Aussagen nicht verblüffend? Zum Abschluss dieser Sendereihe über das Thema der Ausländerkriminalität folgen noch ergänzende und interessante Gedanken. Interessant. Warum hören wir sowas nicht von unseren Massenmedien? Und wer ist daran interessiert, uns solche Informationen vorzuenthalten? Ist es gar gewollt, dass die Völker sich vermischen? Die in dieser Sendereihe genannten Fakten und Aussagen bestätigen eine alte Prophezeiung. Vor 2600 Jahren hatte der babylonische Weltherrscher Nebukadnezar einen solch erschütternd prophetischen Traum, dass er ihn als Nachlass für alle Völker als heiligen Traum niederschreiben ließ. Darin sah er nachhinkommende Weltreiche bis hinein in unsere Tage der Globalisierung hochpräzise und historisch belegbar voraus. Zu unserem Zeitalter der Völkervermischung steht dort geschrieben: Es kommt in ferner Zeit, dass sie sich kulturell untereinander vermischen werden, aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen und Ton nicht mischen lässt. Diese Prophetie zeigt als Wurzel großer Rassenprobleme ein schlichtes Naturgesetz. Was die Natur nicht verbindet, das stößt sich gegenseitig ab und hinterlässt allseitig großen Mangel. Völkervermischung als strategische Kriegsführung? Dieselbe Prophetie sagte jedenfalls auch voraus, dass dem misslungenen Vermischungsexperiment ein wirklich krass gutes Zeitalter auf dem Fuß folgen wird. Darauf darf man sich trotz allem Schweren, was noch kommen wird, schon einmal freuen.